In der Diskussion über eine sichere Energieversorgung wird immer dringlicher gefordert, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. In der Koalition macht sich die FDP dafür stark. In der Opposition verlangt vor allem die Union entsprechende Schritte. Den Parteien reicht nicht aus, dass Energieminister Habeck jetzt 2 Meiler bis Mitte April einsatzbereit halten will als Notreserve. Grundsätzlich vom Atomausstieg zum Jahresende abzurücken, lehnt Habeck weiter ab. Noch steigt Dampf auf. Ende des Jahres sollte das AKW Neckarwestheim 2 eigentlich komplett abgeschaltet werden. Doch nun soll es wie Isar 2 in die Reserve geschickt und nur bei Bedarf wieder genutzt werden. So zumindest die Pläne des Wirtschaftsministers. Unterstützung von den Grünen. Ich glaube, genau diesem Ansatz, vorsorgende Politik, die aber auch klar die Risiken der Atomkraft kennt, dem werden wir gerecht mit dem Vorschlag der Reserve. Derweil machen die Energieversorger klar, dass man erstmal prüfen müsse, ob der Reservebetrieb überhaupt möglich sei. Von E.ON heißt es, Kernkraftwerke sind in ihrer technischen Auslegung keine Reservekraftwerke, die variabel an- und abschaltbar sind. Ampelpartner FDP und die Oppositionelle Union fordern ohnehin längst mehr als eine Reserve. Sie wollen eine echte Laufzeitverlängerung. Ihr Argument nicht nur die Versorgungssicherheit, sondern auch der Strompreis. Es geht jetzt darum, das Atomgesetz zu ändern, neue Brennstäbe zu beschaffen und dafür zu sorgen, dass die Kernenergie auch in den kommenden beiden Wintern zur Verfügung steht. Das Öko-Institut hingegen geht davon aus, dass Deutschland ohne Atomstrom durch den Winter komme und sieht das Strompreisargument nicht. Weil alle Modellierungen, alle Berechnungen zeigen, dass die Strompreiseffekte dieses Streckbetriebes so gering sind, dass man sie fast nicht messen oder fast nicht ausrechnen kann. Die Naturschutzverbände ihrerseits finden bereits die Pläne einer Notreserve aus Sicherheitsgründen unverantwortlich und prüfen eine Klage. Habecks Reservevorschlag wirft viele Fragen auf und birgt einige Hürden. In der Koalition gibt es reichlich Kontroversen. Die zuständigen Ministerien müssen sich noch abstimmen. Auch die Frage, in welchem Gesetz das Ganze geregelt werden soll, noch unklar. Und das Ausstiegsdatum Ende des Jahres rückt immer näher.